Hey Lieben, herzlich willkommen hier vom Kanal Just Lifestyle, dein Kanal, wenn es Mode, Vlogs und Lifestyle geht, frisch aus Hamburg. Ja, lang ist es her, Jesse ist wieder am Start. Ja, es ist sehr, sehr lange her, aber ja. Was soll man machen? Ja. An sich kann man die letzten 3 Monate einfach so rausstreichen aus dem Jahr, am liebsten, aber jetzt bin ich endlich mal wieder am Start und ich freue mich sehr. Ich mich auch. Ja. Denn wir machen mal was heute, was ganz anderes als sonst. Wir reacten mal, ich bewerte da ein Outfit von meinem neuen React-Format, wisst ihr, mal zusammen. Ja. Und ich finde es mal cool, weil wir beide natürlich auch aus der Fashion-Schiene herkommen und wisst ihr ja sowieso. Und heute ist mal der Marc dran, denn er hat ja ein Zara-Haul-Video rausgehauen zur aktuellen Frühlingskollektion von Zara. Ich habe mir das Video schon teils angeguckt, du kennst es noch gar nicht? Nee, ich kenn's noch gar nicht. Also ich wusste, dass er das Video hochgeladen hatte und ich hatte das auch, also ich hatte den lieben Marc ja auch abonniert. Grüße gehen hier raus auch. Und ich habe das nur eben gesehen, es wurde mir vorgeschlagen, aber ich habe noch nicht drauf geklickt. Ja. Und ja, ich dachte mir, das wäre doch jetzt mal eine gute Idee, darauf zu reacten und zu sehen, okay, was hat er denn Schönes jetzt für den Frühling rausgesucht? Also Freunde, es geht los. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Leiste geht. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ihr habt richtig gelesen, es ist endlich mal wieder ein Kurz, ich finde mal weg, was er jetzt gerade aktuell anhat, finde ich nice, ne? Klar, logisch. Schwarze Jacke. Das wäre so sein klassisches Outfit. Ich habe jetzt gerade, also ich hatte nicht das Zara-Video gesehen, sondern ich hatte ein Video von ihm gesehen. Er lässt wieder seine Haare wachsen, genau. Deshalb trägt er jetzt immer die Mütze. Also, eigene Meinung dazu. Ne? Er meinte auch, er trägt jetzt die Mütze den ganzen Sommer, weil er das irgendwie scheiße findet, immer diese Zwischenlänge. Aber ich habe seine Zwischenlänge gesehen und ich finde, das kann man auch geil stylen. Kann und man auch. Auch, dass das gut aussieht. Er muss gar nicht so eine Mütze tragen. Wenn er also Marc, wir sagen, du musst keine Mütze tragen. Ja, das sieht so auch gut aus. Ja. Wenn man das einfach eben mit den richtigen Produkten und so stylt. Ja, eine richtig schöne Föhnfrisur. Ja. Ich meine, die richtigen Produkte stehen hier hinten links da auf seinem, was ist denn das, Schrank, Kommode. Nein, auf jeden Fall, was mir auffällt bei ihm, ist, hat er sonst nie gehabt, ist eine Halskette, ne? Hier so eine, hat er sonst nie eine Halskette? Ich glaube nicht. Oder, also mal ab und zu. Aber ist auf jeden Fall ganz gut. Ich finde es gut, ja. Ich finde, also es ist... Halskette ist immer ein ganz schönes Accessoire, finde ich. Ja, ne? Und gerade auch so die lang, das macht ja auch den Körper ein bisschen länger, ne? Es ist betont, es ist... Ja, und halt, ist halt all black, ist nice, gefällt mir, finde ich gut. Ja, ich habe so lange keine Hauls mehr gemacht und dachte mir, ich starte jetzt endlich mal wieder mit einem Zara-Haul in alter Manier. Ja, Corona-Zeit, wir konnten lange nicht shoppen gehen und für mich war es auch das erste Mal, dass ich wieder einkaufen war, nach Wochen, nach Monaten. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt mal die ganzen Sachen. Damit habe ich auch schon ein Shooting gemacht, das heißt, ich werde euch die Sachen einmal einblenden, auch nochmal so abfotografiert als Outfits. Für den einen oder anderen so ein kleiner Tipp und ihr wisst auch Bescheid. Wenn ihr die Sachen cool findet, könntet ihr direkt zu Zara gehen, weil der Einkauf ist circa 1,5 Wochen alt. Daher sollte eigentlich alles noch da sein und zur Verfügung stehen. Und zwar fange ich einmal an und sorry, dieses Shirt ist leider sehr knittrig, weil es noch in der Wäsche war. Ich habe mir so einen kompletten Jogginganzug mehr oder weniger geholt, auf Style angelehnt. Also ich zeige euch auch hier gerne mal ein Bild vom Shooting. Hat mir richtig gut gefallen, gerade auch dieser Streif. Also ich... Vorweg, ich bin, da muss man auch für die Beine für haben, ich habe sie nicht. Ich kann diese Hosen, die Hose, die Marc hier anhat, nicht anziehen, weil dafür habe ich zu schlanke Beine. Es würde bei mir, glaube ich, aussehen, ich würde drin, meine Beine gehen ja dann verloren, weil der Schritt ist ja sehr weit geschnitten. Ja, das wird so sehr, also das ist ja dieser Stil, der sehr tief nach unten geht. Das ist, finde ich, auch ganz so eine Geschmacksfrage. Ich persönlich finde es überhaupt nicht geil. Ich auch nicht. Ich mag es überhaupt nicht. Das ist halt, sieht halt irgendwie so aus, als ob man, ja, sagen wir mal, Boden bis zum Boden hat. Ne? Also das ist so, bin ich nicht so Fan von. Also wenn es, er meinte ja gerade, das ist so eher so ein Jogger-Outfit, so ein bisschen Sweatpants, irgendwie gemütlicher. Und ich denke, das geht auf jeden Fall geiler, nicer, also ein bisschen stylischer, eben mehr am Bein. Es kann lockerer sitzen, aber es muss halt nicht, finde ich, so locker sein, weil es ist halt eben nur da oben locker, dann wird es am Bein aber irgendwie wieder enger und so, keine Ahnung. Aber das T-Shirt finde ich eigentlich ganz nice, also ich finde es ganz gut, also ist jetzt nicht
mega was Besonderes mit der weißen Linie da jetzt so runter, aber es ist, kann man auf jeden Fall tragen. Ich finde, auf dem Foto, gut, das ist halt immer auch ein Foto, ne? Es ist bearbeitet, ganz klar, ist auch nicht schlimm, aber ich finde natürlich, er hat es ja hier in echt an, ich finde es tatsächlich, es wirkt hier oben, Freunde, ihr könnt es ja hier sehen, es wirkt hier oben sehr dünn, also so, ne, also sehr, ich weiß nicht, das wirkt hier auf dem Bild, finde ich, wirkt der Stoff dickdicht. Das würde ich sagen. Ja, okay, ja, Big Dichter auf jeden Fall. Hier, ich meine, so dieses dünne Shirt, also wenn man eher auf, das ist jetzt Frühlingshaul, aber wenn man jetzt eher auf Sommer hinzugeht, finde ich das dann ist wieder gut. Ein bisschen besser, aber ja. Stelle ich mir das ein bisschen zu frisch vor. Und die Schuhe finde ich, diese Nike Presto sind das, die finde ich ganz witzig. Okay. Ist die Farbe ganz cool hier mit schwarz, schwarz, weiß, rot. So ist die Farbkombi nice, aber wie gesagt. Ich meine, All Black geht immer. Ich teile die Meinung auch. Ich finde, das ist nicht mein Geschmack, nein. Ich finde. Hier beim Oberteil findet ihr auch auf der Hose. Ansonsten kann man aber auch beide Sachen unabhängig voneinander kombinieren. Also, ich finde, das Oberteil ist richtig, richtig cool. Das ist aus so einem locker leichten Stoff. Gerade jetzt für den Sommer ist es angenehm zu tragen, obwohl es schwarz ist. Man hat hier so einen schönen Rundhals, der aber auch gut vernäht ist hier oben. Also das Shirt, finde ich, ist richtig, richtig cool. Könnt ihr auch gut zu einer schwarzen Jeans tragen oder zu einer schwarzen kurzen Hose. Ist wirklich sehr, sehr gut kombinierbar. Ich habe mir das zusammengeholt mit der Hose. Hier kombiniere ich das mit dem Nike Presto, aber dazu so als All Black mega, mega angenehm. Ja, die Hose ist wirklich auch sehr, sehr cool. Oben so ein bisschen lockerer, unten wird sie ein bisschen enger. Passt auf jeden Fall auf. Ich habe mir XL geholt und sie sitzt schon wirklich sehr, sehr eng. Damit ihr Bescheid wisst, das war das erste Teil, oder besser gesagt, das waren die ersten beiden Teile, die ich mir... So schön, schon ordentlich. Aber ich meine, bei Zara fallen halt die Sachen manchmal echt krass aus. Ja. Also ich habe auch selten Sachen bei Zara gefunden, wo ich dachte, das passt jetzt perfekt irgendwie so. Das stimmt, also da muss man ein bisschen wirklich auch als Empfehlung, wenn man bei Zara ist, wirklich nicht unbedingt so viel darauf achten, was man sonst bei anderen Läden trägt, sondern wirklich die Sachen irgendwie so anprobieren, weil das ist echt dann wichtig. Ich war am Wochenende bei Bekannten und habe leider meine Hose dort vergessen, warum auch immer ich meine Hose dort ausgezogen habe. Sonst hätte ich sie euch sehr, sehr gerne gezeigt, aber ihr habt sie eigentlich... Vergisst man bei Bekannten seine Hose? Bekannten. Okay, gut. Blendet gesehen hier beim Bild, also wirklich top, kann ich empfehlen. Als nächstes, und ich habe mir wieder so ein paar Basic-Shirts gekauft, während der Corona-Zeit habe ich gemerkt, mir fehlen einfach extrem viel schwarze Shirts. Habe ich mir dieses Shirt hier geholt. Ich blende es euch auch nochmal ein. Ja, was dann direkt auffällt, ist die Tasche an der Seite. Nee, Marc, was mir am meisten auffällt, dass die schwarz. Das ist auch so. Man sieht hier auch die Haut durch, ne? Ja, es ist auch sehr, sehr dünn. Also, was er allgemein sagt, basic schwarze Shirts gehen ja immer. Ja, auf jeden Fall. Das ist so. Aber irgendwie diese Tasche, warum ist die so schräg irgendwie? Das sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus, finde ich persönlich. Ja. Keine Ahnung. Aber ich meine, Zara macht ja sowieso immer gerne so ein bisschen ausgefallenere Sachen, ne? Immer so Touch zu viel. Ja. So teilweise direkt kopiert vom Laufsteg. Ja, genau. So Sachen, ne? Also echt auch, so ein bisschen so High Fashion teilweise. Ich meine, ne? Nur mal ganz kurz, ich meine, das hast du auch öfters mal gesagt und ich sage es auch immer wieder, Zara hat ja so gesehen keine eigene Kollektion, sondern sie kopieren hier immer von großen Marken ja immer das Aktuelle und wandeln das ein bisschen ab. Und genau. Müsst ihr mal darauf achten, Freunde. Es gibt so viele Sachen, die sind von Calvin Klein, von Tommy oder von anderen Marken kopiert. Auch die eine Jacke, diese braune mit diesem weißen Fell. Ich habe ich tatsächlich noch kein Instagram-Bild hochgeladen. Schande über mich. Ich blende sie mal hier ein. Das ist ja auch kopiert von irgendeiner großen Marke, also von Tigger. Tigger hat tatsächlich exakt die gleiche rausgehauen, nur natürlich für einen Tausender. Würde ich auch nicht ausgeben, aber ne, da, ihr wisst es, Zara macht halt viel nach und heißt ja nicht, dass es schlecht ist, aber ich meinte halt nur, oder was du auch so sagst, es ist einfach dann... Ja. Bisschen versetzt, sie ist schon etwas größer und man hat halt... Okay, Freunde, hier finde ich, wenn das Licht, also wenn die Kamera dicht dran ist, dann wirkt das Shirt wieder nicht, so, dass man nicht die Haut sieht. Also so wirkt es wie normale Schuhe. Ja, so wirkt das. Ich finde das ganz interessant, dass jetzt die Tasche auch einen anderen Stoff hat und so. Ja. Also es ist ganz
Auf jeden Fall interessant. Ich selber jetzt persönlich finde es jetzt nicht so geil, aber muss man halt mögen. Ne? Aber so würde ich es mir dann doch schon mal eher angucken. Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Einen etwas schrägeren Schnitt. Vom Material her ist das auch angenehm zu tragen. Was wir momentan bei Zara oft haben bei den Shirts, ist, dass die Ärmel einfach ein bisschen länger sind. Also sie sind nicht ganz so kurz, sondern sie sind ein bisschen länger geschnitten. Ist Geschmackssache, muss man selber entscheiden. Man kann das Ganze natürlich auch so ein bisschen hochkrempeln. Das, was, ich, was er gerade meinte, ich finde das gar nicht so schlimm, dass sie länger geschnitten sind, weil man dann eben sehr, sehr schön das hochkrempeln kann. Ich mag selber diesen Stil von dem bisschen ich hochkrempeln auch, ja, ganz gerne, weil oft hast du so bei vielen Basic-Shirts, dass sie, das Shirt, was ich jetzt gerade anhabe, das ist auch ein bisschen länger tatsächlich und das ist eben auch bei mir hier einmal hochgekrempelt, sonst wäre es auch nochmal ein Stückchen länger. Und du hast halt echt oft viele Shirts, die irgendwie nur so bis hier gehen. Ja, ja. Und das ist dann immer nicht ganz so geil. Vor allem, wenn man es nochmal hochkrempeln möchte. Durch das Hochkrempeln kannst du eben nochmal so ein bisschen besser, meiner Meinung nach, den Arm auch definiert und zeigen. Und so. Genau, und das ist auch so, das hatte ich auch in einem anderen Video auch schon gesagt, das ist das Gleiche mit Hosen zum Beispiel auch, Freunde. Wisst ihr auch, wenn bei einem Shirt zum Beispiel die Ärmel recht kurz sind oder wenn ihr sie, was gestern halt meinte, zum Styling hochkrempelt, wirkt der Arm einfach auch ein bisschen breiter. Also ja, ihr könnt damit einfach mehr touchieren. Ich mag das ganz gerne immer ja, so, ja. Man setzt halt durch dieses hochgekrempelte auch so ganz gut so ein Cut einfach ja, dazu. Genau, so, genau, genau. Und das finde ich eben ja, ganz ja, schön. Wie man das mag, aber dieses Shirt hier hat mir sehr gut gefallen als Basic-Shirt. Blende euch da auch gerne nochmal so ein Bild zu ein, wo ich das Ganze kombiniert habe in einem Outfit. Dann habe ich mir noch ein Jeanshemd geholt. Schaut mal, in so einem Grün blende ich euch auch nochmal ein. Hier die Farbe, die finde ich gut. Ja, ich auch. Ich finde das echt ganz cool. Also ich finde, das ist auch mal echt was anderes. Ja. Also jetzt auch auf dem Bild. Ich finde, es sieht schön kombiniert aus. Besonders wenn man auch vielleicht grüne Augen selber hat, kann man das bestimmt richtig gut tragen. Also das würde ich tatsächlich selber auch auschecken. Ich bin allgemein auch Fan von so Jeanshemden und sowas und ich meine, standardgemäß sind die halt in allen möglichen Blautönen. Es gibt auch manchmal schwarze, aber so grün sieht man jetzt nicht alle Tage. Nee. Und das sieht ganz cool aus, weil so ein bisschen dieses, hat ja so fast so ein bisschen dieses Army-Grün so ein bisschen ausgeblichen irgendwie. Finde ich nicht schlecht. Ich finde es gut, ja. Ja. Ich mag auch, ich finde auch so ein bisschen so, was du schon sagst, das unterstütze ich total. Ich finde, gerade diese großen Brusttaschen wirkt ja so als, was ja Marc gerade meinte, Jeansjacke, Jeanshemd, ne? Das ja. Und es ist was anderes. Das ja, ist ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Mir gefällt mir. Das ist leider Größe L, es ist schon fast zu eng. Ich kombiniere das hier mit einem schwarzen Shirt und einer Blue Jeans, würde aber eher empfehlen, wenn ihr jetzt auch ein schwarzes T-Shirt habt, nehmt auch eine dunkle Hose dazu. Das sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus, wobei hier jetzt beim Outfit, finde ich, ist das auch noch okay. Ja, es ist kein richtiges Jeanshemd, es ist mehr eine Jeansjacke in so einer Jeanshemd-Optik, mehr oder weniger. Wenn ihr darauf Bock habt, gerade auch auf die Farbe, checkt es auf jeden Fall ab. Es gab auch noch zwei, drei andere Farben. Ich glaube, es war noch im Beige und in einem Grau. Aber sowas habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, daher habe ich mir das Ganze auch nochmal geholt. Als nächstes kommen wir zu einem Pulli und zwar dieser hier, so ein bisschen farbenfroher, ist in so einem Batik-Look. Da könnt ihr wirklich gerne mal in die Kommentare schreiben. Mögt ihr diese Farbkombination? Ist das was für euch? Gerade wenn ich mir so mein Feed auf Instagram anschaue, übrigens, wer mir da noch nicht folgt, macht das. Also da kommen wirklich regelmäßig Bilder. Da könnt ihr euch Outfit-Inspiration holen. Ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne mal Fragen stellen. Ich versuche, so gut es geht, zu antworten. Gegebenenfalls auch gerne mal mit einer Voicemail. Auf jeden Fall checkt es gerne mal ab. Ja, ich habe mal mein Feed angesehen und dachte, es fehlt mir irgendwie ein bisschen was Buntes. Dementsprechend habe ich mir diesen Pulli geholt. Geht gar nicht. Das erinnert mich an meine Kindheit. Als ich, wie alt war ich da, als ich erste Klasse war, da war das im Modernen, sich selbst so die weiße Pullis zu färben, weißt du, mit dieser Farbe. Ja, ich weiß, habe ich auch damals gemacht. Also Freunde, wer es gemacht hat, schreibt es in die Kommentare. Ist aber tatsächlich in manchen Szenen und so tatsächlich wieder angesagt. Ja. Nicht umsonst würde es das bei Zara jetzt natürlich geben. Das muss man sagen. Mein Geschmack ist es jetzt persönlich auch nicht. Also bei Männern auf jeden Fall nicht. Bei Frauen könnte man auch noch überlegen, eventuell. Und der ist ja jetzt auch mehr so oversized gewesen. Und ja, ich weiß nicht, der Marc ist irgendwie
für das ist der Marc einfach nicht so der Typ dafür. Ich sehe so einen Pulli nicht bei so einem wie Marc. Ich sehe den Pulli eher bei jemandem, der ein bisschen mehr alternativ auch gestylt ist. Ne? Also mehr so dieses alternative Berlin-Style, falls du weißt, was ich meine. Genau. Ja. Alternativ-Schanze. Ja, genau, die Schanze. Na, genau. Sowas in die Richtung sehe ich da mehr, aber ich finde einfach zu Marc selber passt er halt jetzt nicht. Ne? Nein, und ich finde auch, die Farbe an sich ist okay, dieses Kaminrot und dieses dunkle Lila ist das, glaube ich, finde ich an sich okay, aber ich bin auch kein Fan von den Designs. Findet, zeig euch den Pulli, blende ich hier mal ein, auch gerade mit dem Outfit, schau mal bei der Hose, die ist ein bisschen entspannter geschnitten, die ist so ein bisschen locker. Ja, also so einen lockeren Stil, ja schon, aber bei ihm sieht es einfach nicht gut aus, weil er sieht dadurch einfach, um ehrlich zu sein, fett aus. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ja, aber ist halt so. Also ihm steht das halt überhaupt nicht so. Jemand, der so ein bisschen mehr skinny mehr ist und so, kann das halt meiner Meinung nach einiges besser tragen. Ja, er wirkt ja echt breiter. Ja, er wirkt da halt nicht breit auf die gute Weise, müssen wir sozusagen. Ja. Und tut mir leid, dass ich mich jetzt so hart ausgedrückt habe. Nein, das ist doch so. Ja, genau. Das ist aber so. Genau, bei ihm sehe ich das nicht. Bei anderen Personen kann ich das sehen. Vielleicht auch bei... Ich kann mir tatsächlich mehr Personen mit dunkler Hautfarbe zum Beispiel. Die so ein bisschen auch größer sind, ein bisschen schlanker irgendwie gut vorstellen. Diese auch vielleicht Rapper-Ebene oder sowas mehr in diese Richtung. Kann ich mir vorstellen, aber bei ihm halt eben nicht. Nein. Hat sie so ein paar Löcher, sie ist ein bisschen kürzer geschnitten. Könnt ihr mir auch gerne sagen, mögt ihr sowas, ja oder nein? Ich habe es mal ausprobiert. Ich trage einfach sehr, sehr viele Röhren-Jeans, sehr, sehr viele Hosen, die noch so ein bisschen enger sind. Wobei ich euch bei der Hose auch sagen kann, sie ist von der Bequemlichkeit überhaupt nicht gut. Es ist sehr, sehr wenig Elastan drin. Das heißt, sie ist nicht so stretchig, eher so ein bisschen steif, was ich bei Hosen eigentlich gar nicht mag. Ich finde es schon wichtig, wenn man eine Hose trägt, dass man sich da drin auch noch gut bewegen kann. Das ist hier leider überhaupt nicht der Fall. Aber so vom Look her hat mir das ganz gut gefallen. Dazu trage ich auch die Zara-Schuhe, habe ich euch im letzten Video schon gezeigt. Meine Top 5 Schuhe kann ich euch auch gerne nochmal verlinken. Aber ja, das war dieser Pulli in der Kombination mit der Hose. Als nächstes habe ich mir diesen Hoodie hier geholt, blende ich euch auch nochmal ein. War vom Schnitt nochmal ganz cool, dass halt gerade diese Kurbeln hier an der Seite sind. Auch unten ist er gut geschnitten. Es gab ihn auch noch aus einem anderen Stoff, aber leider nicht in meiner Größe. Der war auch in so einem Beige-Ton, hat mir richtig gut gefallen. Also wenn ihr bei Zara seid, haltet die Augen offen nach so einem Hoodie, aber in einem anderen Stoff, weil das ist hier so ein bisschen rauer. Ich finde den von der Kapuze her sehr gut, gerade bei Hoodies. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich trage wirklich gerne mal die Kapuze auch auf dem Kopf. Und wenn die Kapuze so klein und so eng ist, dann sieht es halt echt immer sehr affig aus. Hier hat man eine schön große Kapuze, sieht man auch bei dem Bild. Kapuze, ich trage auch gerne, wenn es geht, Kapuze und ganz kurz zu seinem Hoodie. Freunde, ihr wisst ja, About You Haul Fashion Video Magic Fox hat, finde ich, zwei neue Frühlings-Hoodies rausgehauen. Video ist hier auch in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt es ab. Ich finde jetzt auf Marks Pulli zu kommen, das Design gefällt mir. Jetzt darauf steht, ich weiß die ganze Zeit nicht, ich gucke da die ganze Zeit drauf und ich denke mir so, finde ich das jetzt cool mit den seitlichen Schlaufen da irgendwie vom Pulli, dass es nicht in der Mitte ist oder nicht. Irgendwie, ich finde es sieht nur ein bisschen komisch aus. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, ist auch mal was anderes. Aber ja, also ganz so toll finde ich den jetzt auch nicht, aber geht auf jeden Fall klar. Also ganz kurzer Tipp, Freunde, in Sachen Hoodies. Ich habe mal den einen hier von Magic Fox. Ich möchte euch mal ganz kurz sagen, woran ihr zum Beispiel einen Hoodie erkennt, der von der Qualität her wirklich gut ist. Und zwar, ihr müsst unbedingt auf die Enden hier achten, Freunde. Weil bei den meisten billigen leiert das sofort aus. Das ist einfach, die Verarbeitung ist ja einfach Schund. Und ihr müsst, ganz wichtig, das ist sogar mit am wichtigsten, das habe ich früher aber als Schüler noch gehabt, als man sich, ich meine, wer kennt es, sich diese guten H&M-Dinger geholt hat für 19 Euro, diese weißen, grauen Teile, diese billigen, die nach ein paar Mal waschen, hier unten mega ausgeleiert waren, unten am Bund. Also Freunde, achtet mal darauf, vielleicht tun wir auch Unrecht und er ist voll geil von der Qualität, aber ich glaube, so vom Gefühl her, glaube ich, dass der okay ist, aber es geht halt besser, ne? Also so von dem ganzen,
Aber ich gebe dir recht. Aber es ist auch immer noch, es ist Sarah. Halt, es ist Sarah, ne? Ja. Kann man sie auch gerne mal so tragen. Also für alle Leute, die Bock haben, auf die Kapuze mal aufzusetzen, ist dieser Hoodie auf jeden Fall geeignet für. Kommen wir jetzt zum nächsten Oberteil, und zwar ist es dieser hier. Bei dem müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das ist Größe M und die sind wirklich sehr, sehr lang. Ja, dazu kann man sonst eigentlich gar nicht so viel sagen. Hat mir aber auch nochmal ganz gut gefallen. Der ist jetzt nicht ganz so dick vom Stoff her. In so einer Sommernacht, wenn es ein bisschen kälter wird, aber man keinen Bock hat auf so einen richtig dicken Pulli, kann man sowas auf jeden Fall. Bin ich ganz ehrlich, fand ich es auf den ersten Blick sogar mit das beste Teil aus dem Video. Ja, also der hat, ja, also so vom Stoff her, so erster Eindruck. Sah ganz gut aus, hat ja dieses so ein bisschen längere unten, wie er so meinte. Ja, ja. Muss man natürlich auch wiederum mögen, aber ich finde, das sieht auf jeden Fall, er kann es tragen, sieht ganz gut aus. Ja, also da ich sehr gerne Cardigans trage, du ja auch, glaube ich, ne? Wäre das ein Teil tatsächlich auch was, wo ich sagen würde, kaufe ich mir, ziehe ich an. Ja, also das Ding werde ich mal auschecken bei uns in Hamburg. Ja, ich glaube, für dich wäre es auf jeden Fall was. Ich werde, also, und weiß nicht, ich habe mal sowieso unsere Social Media Kanäle unten verlinkt. Ich werde die Tage mal, vielleicht sogar schon morgen, Freunde, wie ich gerne dem Bunny das Video schaut, werde ich zu Zara gehen und mal schauen, ob ich das finde. Und dann tu mal eine Insta-Story machen, und wenn es mir gefällt, kommt das Teil auf jeden Fall in mein nächstes Zara-Haul-Video oder im allgemeinen Fashion-Haul-Video, weil das interessiert mich schon sehr. Es ist halt länger, Freunde, also natürlich, wenn ihr als Mann recht klein seid, sorry, dass ich das sage, dann lasst lieber die Finger davon. Ja, weil, ja, ja. Weil gerade als kleiner Mann. Vor allem, wenn man kürzere Beine hat. Darum geht es, ja. Nicht gut da. Nee, weil ihr müsst, wenn ihr, was Jesse ja sagt, oder ne, wenn ihr klein seid und ihr habt kurze Beinchen, zeigt Bein. Dann wirkt ihr halt größer und von daher, aber so als, ich bin da recht groß, von daher wäre das eigentlich so ideal für mich. Überziehen. Zu guter Letzt habe ich mir noch dieses Basic-Shirt hier geholt. Ja. Die Farbe ist natürlich Geschmackssache, wollte aber wie gesagt mal ein bisschen was Helleres haben. Kostet 10 Euro das Shirt, ist aber auch von der Qualität her nicht ganz so gut. Also ich muss schon sagen, der Stoff ist wirklich sehr, sehr einfach, sehr, sehr dünn. Die haben jetzt nicht die beste Haltbarkeit. Ich nehme mir da ab und zu mal so ein paar Farben mit, die ich eh nicht alltäglich trage. Dementsprechend ist das dann auch noch okay. Ansonsten habe ich mir noch dieses Shirt. Ja, ein paar Basic-Shirts gehen halt, wenn er da irgendwie Farben mal ausprobieren möchte. Ja, ja. Kann man machen, aber wie er meinte, ne, ist halt immer die Frage mit der Qualität. Aber ich finde jetzt die Farbe so auch so zum Ausprobieren jetzt auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Hinten noch mal ein bisschen anders geschnitten, kann man natürlich für sich selber entscheiden, ob man das mag oder nicht, ist natürlich Geschmackssache. Aber von der Qualität her, vom Stoff her, richtig, richtig gut. Gerade was ist das denn? Was ist das? Also komm, nee. Also ich habe eben noch gedacht, okay, cool. Ja, von vorne sah es gut aus. Als ich umgedreht habe, ich gedacht. Hä? Und es ist hier auch so komisch, also wenn ich mir das Ding holen würde, ich würde das abschneiden lassen. Ich würde das jetzt einem Schneider geben, das abtrennen und umnähen. Weil das, ja, bei der Qualität würde ich das nicht mehr zum Schneider geben, sondern einfach selber abschneiden. Aber ja. Das ist da. Also nee, also nee. Nein, also ich fand es von vorne, war ich echt noch amused. Als er sich umgedreht hat und diesen breiten Streifen, ich nur selbst gesehen habe, dachte ich so, okay, hat auch was, ist ganz witzig vielleicht so, aber das jetzt. Und ich finde, es wirkt, finde ich, in dieser Partie wirkt die Qualität von Zara so, also man erkennt es leicht, wirklich gut ist es nicht, ne, oder? Nee. Also so, weil das ist schon... Aber das meinte er ja auch schon. Ja. Was sagt er dazu? Das Basic Shirt, was aber trotzdem noch mal ein bisschen anders ist, checkt das auf jeden Fall gerne mal ab. Ja, Freunde, das war jetzt endlich mal wieder so ein Zara-Haul. Ich hoffe, da war die ein oder andere Anregung für euch mit dabei. So, Lieben, jetzt sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns das doch gerne wissen mit einem Daumen nach oben da und drückt auch gerne den Abo-Button und denkt dran, Glocke an Ehre, Mann, damit du kein Dosüde mehr hier auf meinem Kanal verpasst. Ja, schreibt doch mal gerne deine Meinung in die Kommentare. Wie siehst du das Ganze? Fandst du die Sachen toll vom Markt oder nicht? Ja, das kann man auch theoretisch gesehen jeder seine eigene Meinung haben. Das wollte ich da auch dazu sagen. Wir haben natürlich irgendwie auch eine andere Art von, was uns gefällt und was für uns gute Fashion ist. Aber ja, wir sind sehr auf eure Meinung gespannt. Oh ja. Und
Ja, checkt jetzt auf jeden Fall mal wieder so die Läden aus. Es gibt ja jetzt viele Rabatte und so. Man kann ja jetzt endlich wieder auch ein bisschen shoppen gehen. Endlich. Und genau. Ja, ansonsten also Freunde, freue ich mich schon aufs nächste Reaction-Video. Ich mich auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ja, mal mit zu reacten. Ja, Mann, so lustig. Und ja, bis zum nächsten Mal. Freunde, wir sind raus. Ciao, ciao. Bye, bye.